Unterstützt durch Zanotelli von Clara, ein Champion der Olivenöle. Liebst du deine Pferde? Würden sie sonst die Leistung bringen für mich? Hansi füttert gerade sein absolutes Top-Pferd Berlinda. Hansi, was zeichnet diese tolle Stute aus? Ja, sie ist eine Riesenkämpferin. Sie ist ganz sensibel, hat ein ganz waches Auge. Sie lässt sich sehr gut reiten und sie hat wirklich tolle Erfolge gehabt. Es ist dein Pferd gewesen, mit der du Ersatzreiter für die WM in Giant warst, Ascona 5 Sterne gewonnen hast und in Eschingen. Was hat dich an ihr so fasziniert vom ersten Augenblick ab? Ich habe sie gern gehabt im ersten Moment, wo ich sie gesehen habe. Es hat gepasst mit uns beiden und ich glaube, wir haben es auch oft genug bewiesen, dass es auch wirklich funktioniert. Hansi, das ist deine Turniergasse. Wie viele Pferde hast du hier stehen? Hier stehen 11 Pferde in diesem Stall. Es sind 9 Turnierpferde von Herrn Zanotelli. Und deinen absoluten König, den du bisher im Sport hattest, Embassy 2, mit dem du ja Stuttgart Weltcup unter anderem gewonnen hattest, der ist gar nicht zu Hause im Moment. Nein, der ist im Moment gerade bei sich zu Hause, beim Besitzer, bei Herrn Gallenbacher. Er macht da gerade Gefriersperma. Aber statt eines Königs hast du jetzt einen Prinzen im Stall, oder? Mhm. Kann es sein, dass es der ist? Das ist der Hübsche, ja. Auch Prinz, oder? Ich glaube, es ist ein absolutes Zukunftspferd. Ich meine, er hat alle Möglichkeiten. Er muss noch ein bisschen in den großen Sport reinwachsen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Was bedeutet es für dich, für Deutschland zu reiten, Nationenpreisen? Das ist eine Ehre. Das ist eine Ehre und ein ganz hoher sportlicher Wert für mich. Für mich ist wichtig, ein Pferd sein zu lassen. Und meine Sportpferde, die gehen alle täglich auf die Weide. Also auch zweimal, die gehen vor dem Reiten, nachmittags nach dem Reiten nochmal. Und da habe ich hier die besten Voraussetzungen. Wir haben hier knapp 60 Hektar Weideland um den Hof rum. Da können Sie sich voll bewegen. Hansi, ich bin ja nun im Winter zu Besuch bei dir. Das heißt, die Pfützen sind gefroren. Ja. Du hast einen tollen Außenplatz, da läuft im Moment nichts. Aber normalerweise ist das der beste Arbeitsplatz für dich mit deinen Pferden. Der erste 30x70 ist ein Sandboden mit Fließschnipseln drin. Ich finde optimal. Unten drunter so dicke Gummimatten. Ich bin im Jahr 40 Wochen unterwegs, 40 Wochenenden. Und das da hinten ist meine Ferienwohnung. Ja, hier haben wir alles drin. Hier ist mein Bett von meiner Frau. Wenn die Kinder mitgehen, können wir hier noch ein Bett machen. Stefan, mein Pfleger, der schläft da oben, hat da sein Bett. Bad haben wir hinten drin. Ja, das ist mein zweibeiniges Mäuschen. Kennengelernt haben wir uns ganz klassisch am Reitturnier. Und das schon vor 29 Jahren. Also er ist ein richtiger Familienmensch, wo das auch braucht, wo es gern hätte, wenn seine Familie zuschaut und wenn man nachher noch zusammensitzt. Ja, das ist meine Heimat. Ich bin ein paar Kilometer von hier geboren. Ich fühle mich hier zu Hause und ich finde es einfach ein wunderschönes Panorama da hinten. Mein Papa, der hatte schon einen Reitstall. Ich glaube, ich habe mit 6 angefangen zu reiten. Mein Vater, der ist früher auch mit den Pferden in den Wald gegangen zum Holzrücken. Da sind wir am Samstag los und ich ging mit ihm, haben geholfen. Und auf dem Heimweg sagt er zu mir, dass er noch eine kleine Überraschung hat für mich. Und dann sind wir zu Hause angekommen und da stand dann mein erstes eigenes Pferd. Das Ehepaar erbrennt den. Hier seid ihr auf deren Anlage. Was habt ihr für ein Verhältnis? Das ist für mich wie eine zweite Familie. Wir arbeiten jetzt 25 Jahre zusammen. Familie Brendlin, die kennen mich noch, als ich im Kinderwagen lag und es ist eigentlich eine ganz tolle Verbindung. Vor 25 Jahren, genau jetzt, dieses Jahr, hat er das erste Pferd für mich geritten und seitdem sind wir wie eine verschworene Reiterfamilie, Dreher Brendlin. Du hast einen begnadeten Mäzen, glaube ich, darf ich sagen. Das ist ja Zanotelli aus der Schweiz, aus Basel. Roland Zanotelli und ich, wir arbeiten jetzt seit 2 Jahren zusammen. Und ich denke, wir haben in der Zeit schon sehr viel geschafft. Wir haben ein paar richtig gute Pferde. Und er als Mensch, wir sind richtig gute Freunde geworden. Ich habe Freude an den Pferden, ich habe Freude an dem Team hier. Speziell auch mit Hansi, etwas um die Welt zu reisen. Und das ist eigentlich alles. Muss Hansi nicht Olympiasieger werden, damit Sie ihm die Freundschaft halten? Nein, muss er nicht. Nein. Okay.
Ja, jetzt dieses Jahr haben wir mal die Europameisterschaft. Dann jetzt mal schauen, wie Berlin da dieses Jahr drauf ist. Und dann sehen wir weiter. Aber du bleibst gelassen? Ich bin gelassen. Das ist gut. Unterstützt durch Zanotelli von Clara, ein Champion der Olivenöle.